Hausmeister in die Augen gestochen, Arafat Abu-Chaker wehrt sich gegen Urteil. Weil er einen Hausmeister beleidigt und verletzt haben soll, steht Arafat Abu-Chaker erneut vor Gericht. Der Clanchef hatte Berufung eingelegt. Berlin, ein Chef eines bekannten arabischstämmigen Berliner Clans kommt ab Freitag 9.30 Uhr in einem Berufungsprozess vor das Landgericht. Der 43-Jährige war vor rund einem Jahr vom Amtsgericht Tiergarten wegen Bedrohung und Körperverletzung zu 10 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Arafat Abu-Chaker soll im März 2018 einen Hausmeister aus nichtigem Anlass beschimpft, bedroht und ihm mit zwei Fingern schmerzhaft in die Augen gepiekt haben. Nach Justizangaben hatte der 43-Jährige gegen die Entscheidung der ersten Instanz Berufung eingelegt. Der Fall werde nun vor einer kleinen Strafkammer des Landgerichts neu aufgerollt. Drei Verhandlungstage sind geplant.